Okidoki, die Prüfung beginnt. Besiege alle Gegner. Ja, okay. Dann machen wir das hier mal. Wir haben hier also kleine Arenen praktisch. Und müssen uns hier dann praktisch gegen die Gegner behaupten. Okay. Würde mal ganz kurz aber interessieren. Ja, hier geht es durch. Das sah auch schon so aus. Oh, Vorsicht, Lava. Das ist cool, man sieht die auch auf der Map, wo die ist, die Lava. Oh, widerstandsfähig gegen Eis. Das Baumgesicht. Sehr schön, er ist down. Ich bin noch kein einziges Mal verschwunden. Geht es hier in dieser... der Arena hier nicht da, doch. Ich hatte nur ein bisschen Pech bis jetzt. So, mal schauen, was haben wir denn hier? Ich sollte wahrscheinlich gleich mal zu der anderen Waffe wechseln und mich healen, beziehungsweise ich könnte mich auch einfach so healen, nicht wahr? Aber hier mal ein bisschen das hier benutzen, schadet auch nicht. So, mal schauen. Oh Mann, verdammt. Ich hänge fest ein bisschen. Dann verschwinde ich die, lass mich hier gerade nicht raus. Beziehungsweise, die sind hier gerade. Ich könnte eigentlich auch ganz locker mal das hier benutzen. Sollte ja das Ganze sehr beschleunigen. Na? Ja, hier sind die Gegner. Die wollen auch alle nicht down gehen gerade. Oh, das ist gut. Das Baumgesicht muss sterben, weil sonst zieht er alle. So, dann kann ich hier eigentlich auch mal den hier machen. Und jetzt wieder das hier rausholen. Aua. Oh Gott. Fuck. Jetzt bin ich halt ernsthaft in scheiß Lava. Oh Mann, ey, ich glaub's nicht. Ich muss es jetzt komplett neu laden. Warum eigentlich? Oder lädt es jetzt schnell? Ich meine, ich habe doch nochmal versuchen gedrückt, also... Ich hoffe mal, dass... Das ist ja komisch. Die Drachenschanze kann es behalten irgendwie. Ach, das ist ein... Ah, es variiert also dann. Ja, okay. Ich meine, es ist auch nicht schlecht. So kann man zumindest... So muss man zumindest mit einer neuen Herausforderung dann klarkommen. Jetzt sollte ich gucken, dass ich wieder an Dings komme. Das war widerstandsfähig gegen Eis, aber die Waffe wird gerade draußen. Oh, sehr schön. Oh, cool. So, das Baumgesicht musste nämlich sterben. Und solange der da ein bisschen gestunt war, war das gut, weil so konnte er sich da nicht mehr healen. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, ich hänge schon wieder. Okidoki, jetzt mal ganz kurz gucken. Da müssten sie jetzt gleich alle kommen. Da haben wir schon mal einen. Sind sehr viele überlegen auch. Sehr schön. Oh Mann, sollte ich gar nicht. Aber man muss ja nehmen, wie es kommt manchmal, ne? Das ist sehr schön, dann kann ich mir mal irgendeinen Ätzenden holen. Die beiden gleichzeitig? Nee. Dann einfach mal hier. Oh, ich bin nochmal am Verschwinden. Cool. Nochmal am Verschwinden? Ja, nice. Jetzt wird's gruselig. Jetzt wird's echt langsam gruselig. So, aber jetzt... das war jetzt arg lucky von mir hier gerade.
Okay, jetzt mal ganz kurz gucken. Kommt der runter oder muss ich hochkommen? Zuerst einmal muss der hier sterben. Oh. Boah, diese Rumhüpfenden sind schlimm. Sehr schön, ein Medikit. Damit haben wir sogar extra viel Leben jetzt. Und der hier hat keine Resistenzen, das gefällt mir sowieso. Nice, den haben wir auch noch zerborsten. Und den auch. So, sollte auch erwischt haben, gut, yes. Und dann nur noch den einen einzelnen hier, das sollte jetzt easy sein. Ja. Ja, wunderbar, dann Prüfung verlassen. Wie schaut das aus? Okay, dann muss es die Drachenschanze aus irgendeinem Grund auch nochmal neu laden. Vielleicht wird es ja noch nachgepatcht, weil bis jetzt finde ich das, also ich weiß nicht. Wenn es während einer kompletten Mission, wo ja wirklich ein größeres Gebiet geladen wird als diese kleine Arena, wenn da wirklich währenddessen immer noch die Drachenschanze praktisch geladen ist, sodass ich da direkt per Teleportation wieder hinkomme, dann finde ich es irgendwie ein bisschen unnötig, dass das jetzt so ewig braucht, wo ich doch nur zurück möchte. Ich weiß nicht. Naja. Das sollte jetzt hoffentlich gleich zu Ende sein. Die zukünftigen Ladezeiten werde ich wieder rausschneiden, aber jetzt habe ich es halt kurz nur zum was labern verwendet, ne? Muss ja auch hin und wieder sein. Okidoki, jetzt haben wir hier neue Sachen und haben aber auch diese komische, ja, wie soll man sagen? Wenn ich jetzt hier drücken würde, das ist... Na gut, das ist immer noch die erste. Was ist das hier genau? Ah, man muss also beide machen, damit man diese Infusion haben kann. Was ist das hier? Einbettung eines vierten zusätzlichen Edelsteins. Aha. Und was haben wir da hinten noch? Oh, das ist cool. Das ist cool. Ja, also ich denke mal, ich werde die... Ganz ehrlich, das hätte von Anfang an drin sein müssen. Damit kann man sich jetzt voll geile Upgrades bestimmt noch machen. Naja, ich meine, ich würde einfach mal sagen, ich mache die jetzt einfach alle so durch, direkt hintereinander kommen. So, die Prüfung beginnt. Oh, interessante Arena. Diese ist ein bisschen schwieriger. Hier könnte man auch runterfliegen, wenn man unvorsichtig ist. So, eine Kralle haben wir hier. Oh, sehr schön, sehr schön. Dann kann ich jetzt richtig schön aufladen und zack. Na, Viecher, solange hier nur Viecher sind, ist das alles kein Problem. Aber wir haben hier sehr viele Gegner insgesamt. Oh Mann, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Oh, es macht trotzdem Schaden. Es macht alles Schaden, was ich hier raushaue. Haha, solange ich Nahkampfwaffen weiterverwende. Ah, hier kommt was Größeres und Stärkeres. Zumindest etwas. So, mal schauen. Nice. Ich meine, ich bleib hier wahrscheinlich mal. Ich sehe gerade keinen Grund, warum ich mich hier wegbewegen sollte. Ich kann hier stehen bleiben, die kommen nacheinander alle zu mir. Ist eigentlich ziemlich easy so. Ich kann mich zwar mal bewegen, wenn ich ein bisschen was Neues sehen will hier von dieser Arena. Na. Es war es schon fast schon wieder. Die war sehr viel einfacher als die erste. Oh Mann.
Ich gucke mich jetzt aber trotzdem ganz kurz ein bisschen um. Ich will das hier auch ein bisschen zeigen alles, ne? Und ich will es auch selber sehen. So, der Sprung nach da hinten ist riskant, denke ich mal. Ich mache trotzdem mal... Ah, die Arenen sind nicht schlecht. Mit ein bisschen Tweaks und Balancing und so weiter könnte man da auch wunderbar Deathmatch-Arenen rausmachen. Müsste halt den Waffen einen fixen Schaden und fixe Angriffsmuster geben, also nichts Upgrade-mäßiges. Aha. Ja, vor allem auch mit den Brunnen, das wären eigentlich so richtige, das wären praktisch wie Power-Ups in anderen Arena-FPS-Spielen. Wenn man zum Beispiel bei dem, ne, zum Beispiel bei sowas wie Quake ist es Quad-Damage, ne? Und hier könnte es dann so der Lebensbrunnen sein, der an einem schwer erreichbaren Ort ist. Und wenn man ihn einmal aktiviert, ist auch für alle weg. Fürs Erste. So, dass man praktisch, so dass man dann praktisch wirklich auch darauf achten muss, dass man sich diesen Punkt sichert. So, ich bin direkt in die nächste Prüfung rein. Prüfung der Einbettung. Und hier ist direkt ein Gegner, aber ich stand hinter ihm, also hat er mich nicht bemerkt, wie ich das Ding hier aufgeladen habe. Was haben wir denn hier? Eine Kralle. Und die hat leider eine kleine Widerstandsfähigkeit, die weiß, wie es hier ausschaut. Sehr unsympathischer Gegner. Egal, ich mach hier einfach mal ein bisschen. Na? Und dann hier nochmal schön rein. Wunderbar. Die Kralle wird einfach, die kann da ja von mir aus eigentlich auch stehen bleiben, solange ich hier weiter reinwirbel. Will ich auch leben. Oh Mann. Und irgendwann geht sie down. Mit den anderen hier. Jetzt zum Beispiel. Das ist ja dann eigentlich kein Problem. Ich kann hier halt wieder einfach stehen bleiben, die Gegner zu mir kommen lassen. Ich meine, mein Charakter ist viel zu stark, das ist einfach so. Ich habe mir einen total overpowerten Charakter gebaut. Was soll man machen, ne? Tja, dann verlassen wir diese Prüfung auch wieder direkt. Okay, die nächste Prüfung. Hier haben wir direkt ein Phantom. Das machen wir direkt weg. Oh, da hinten ist was, was brennt. Das bedeutet immer, dass es verletzbar ist durch Eis. Und das ist doch sehr schön. Oh Mann. Hui. Ich darf nicht vergessen, dass ich zwar ziemlich overpowered bin, aber immer noch leicht sterbe. Das ist halt immer noch so ein Problem, nicht wahr? Mein Charakter zaut alles, wird aber auch leicht zauen. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Ich will hier drin mal wirbeln. Oh Mann. Ich muss mal gucken, weil der Gegner mir richtig viel Schaden macht. Mich dann von dem ein bisschen fernhalten. Ach du Kacke. Oh fuck. Oh. Zum Glück habe ich hier gerade ein sehr langes Verschwinden. Huiuiui. Die Arena ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger diesmal. Ja, ah, da ist nämlich... Ich werde hier auf den Lava dann mehr oder weniger geschuckt oder spring rein mit der Attacke. Das ist definitiv dann etwas gefährlich. Aber... Ha! Es klappt doch. Wir haben auch 100 Orbs von diesen Dingern inzwischen. Ist ja nice.